Guten Morgen, ich bin Koch Kamal und heute gibt es hausgemachte Pappardelle mit Trüffelcreme und brauner Butter. Die verwendete Trüffelcreme und den schwarzen Trüffel findet ihr in der Caption. Für die hausgemachte Pasta 200 Gramm Mehl, 2 Eier, Salz und Olivenöl kneten und zu einem Ball formen. Mit Olivenöl bestreichen, in Frischfolie einwickeln und eine halbe Stunde ruhen lassen. Dann den Teig dünn ausrollen, mit Mehl bestäuben, mehrmals falten und in dicke Streifen schneiden. Ihr könnt natürlich auch fertige Nudeln nehmen. Weißen Pfeffer, Olivenöl und Butter bei mittlerer Hitze zum Schmelzen bringen. Die Butter darf leicht braun werden. Die 3 bis 4 Minuten lang gekochten Nudeln in die Pfanne holen. Trüffelcreme, Salz, Muskatparmesan und Pastawasser ergänzen. Gut vermengen und anrichten mit gehobeltem schwarzen Trüffel. Video liken und speichern, Koch Kamal abonnieren und guten